Für dich als Gruß sing ich den Bigfoot Blues. Hoch im Norden in einem Haus im Wald wohnt ein Bigfoot, eine haarige Gestalt. Seit er da ist, ist den ganzen Tag was los. Er hat ein gutes Herz, nur seine Füße sind zu groß. Sind viel zu groß, das ist bestimmt ein hartes Los. Und keiner weiß, was soll das bloß. Ich mag dich, doch sie sind zu groß. Du lebst auf großem Fuß, was manchmal sicher schwer sein muss. Drum freu dich über meinen Gruß. Ich sing für dich den Bigfoot Blues. Ich glaube, das reicht jetzt. Hey, die Jeans haben $40 gekostet und du zerfetzt sie einfach. Ganz ruhig, Daddy. Hätten wir sie bereits zerschnitten gekauft, hätte sie $60 gekostet. Du hast $20 gespart. Oh, wahrscheinlich erwartet ihr, dass ich dankbar bin. Warum hast du nicht zwei gekauft? Hätte ich $40 gespart. Haben wir doch. Schatz, ich gehe ins Büro für ein paar Stunden. Samstags gehst du schon dahin? Ist ja krank. Meine Sekretärin ist krank und zwar schon die ganze Woche. Und mein Korb für Eingänge ist voll und mein Korb für Ausgänge ist leer. Oh, welch sehenswerter Anblick. Harry benimmt sich sehr merkwürdig. Was ist daran so besonderes? Nein, diesmal ist es völlig anders. Sieh doch nur, er kratzt sich ständig am ganzen Körper. Es sind hoffentlich keine Flöhe. Oh, Harry, Harry, hör auf. Lass mich bitte in Ruhe. Nicht Harry. Harry! Das finde ich wirklich ekelerregend. Ich gehe rauf, heiß baden. Ich bring Flo, Bruder, von unterwegs mit. Bis später. Der arme Kerl. Es ist schrecklich, wenn es so juckt. Fühlst du dich sicher besser? Nein, Schätzchen, davon hat er wahrscheinlich erst die Flöhe bekommen. Oh, Harry. Harry, hör auf damit. Hör auf, so siehst du aus wie ein Ungeheuer aus dem Sumpf. Glaub mir. Oh, Harry, du hast ja Temperatur. Seine Augen sind glasig. Oh nein, das hast du zu mir auch schon gesagt. Und dann wurde ich immer richtig krank. Ja, weiß ich, Ernie. Husten, Erkältung, Schnupfen, eine Zahnschmerzen, Bandwürmer sogar. Ah, hier, und der Kinderkrankheit. Vielleicht hat er Mumm. Sarah, fühl mal seine Lymphdrüsen. Ich soll was? Fühl mal unter seinen Armen, ob da eine Schwellung ist. Ein Vorschlag. Ich werde lesen und du fühlst Sarah! Nach. Ich will seine Lymphdrüsen nicht abtasten. Igitt! Der hat ja überall Pickel über seinen ganzen Körper verteilt. Das sind Bigfoot-Pickel. Oh, das sieht wirklich nicht gut aus. Sarah, es ist besser, du rufst Walter an. Walter, Sie wissen doch sicher, wie man ihm helfen kann, oder? Mrs. Henderson, im Tierheim arbeite ich täglich mit kranken Tieren. Toll, dann wissen Sie ja, was zu tun ist. Ja. Rufen Sie einen Tierarzt. Was, einen Tierarzt rufen? Besser, Sie fragen Harry vorher. Hallo, ihr Lieben. Hallo, Liebling, wie war's? Ah, wunderbar. Korb rein, völlig leer, Korb raus, voll. War ein schönes Arbeiten. Hier ist das Flohbrot. Das ist nicht nötig. Er hat keine Flöhe. Er ist wirklich krank. Er hat hohes Fieber und überall Pickel. Keiner weiß, was das ist. Vielleicht hat er die Windpocken. Wie kommst du denn darauf? Weil genau die meine Sekretärin ans Bett fesseln. Und die hatte sie bereits vorige Woche, als sie den Bericht hierher brachte. Den Harry runtergeschluckt hat. Genau. Hast du gehört, Harry? Du hast Windpocken. So schlimm ist das gar nicht. Die hatte ich auch. Nach ein paar Tagen war ich wieder gesund. Weißt du, Ernie, also Windpocken können für Erwachsene was Ernstes sein, für Menschen und für Tiere. Wir brauchen dringend einen Bigfoot-Experten. Was ist mit mir?
Ich sagte ja bereits, ein Bigfoot-Experte. Okay, dann verstehe ich eben nichts von Sasquatch. Da gibt es eine Frau, die sich auskennt. Wer ist das? Ihr Name ist Dr. Helen Arneson. Sie ist eine bekannte Anthropologin, schrieb eine Studienarbeit über Bigfoot. Na, großartig. Rufen wir sie an. Aber wo? Niemand hat mehr gehört von ihr seit 10 Jahren. Hallo, Nancy. Tag, Samantha. Ich habe alle Unterlagen im Sender durchgesehen, wie du es wolltest. Hier habe ich dir zusammengestellt, was ich gefunden habe über diese Dr. Arneson. Weißt du, wenn Sarah vielleicht eine Semesterarbeit über eine Intellektuelle schreibt, sollte sie sich was Berühmtes suchen. Wie Daniela Steele. Ich weiß nicht. Oh, hier ist es. Helen Arneson, aufgewachsen in Seattle, Washington, machte ihren Schulabschluss dort, promovierte mit 30. 10 Jahre lang erforschte sie die Gorillas in Namibia, lebte 5 Jahre bei den Zuni-Indianern als Missionarsärztin. Das ist fantastisch, aber hier ist kein Hinweis darüber, wo sie jetzt sein könnte. Sagtest du nicht, du würdest das für Sarah brauchen, Nancy? Stimmt, ja. Na, du kennst das. Ich bin so. Alles, was sie macht, mache ich auch. Da hat sich nichts geändert. Versagt sie, dann versage ich ebenso. Kriegt sie eine 1? Ist es auch meine 1? Kenn ich von Tiffany und mir. Ich meine, sie rülpst, ich rülpse auch. Also, hier steht nichts darüber, wo sie sich aufhalten Eines der ungeklärten könnte. Geheimnisse, wie der Aufenthaltsort von Amelia Earhart, Jimmy Hoffa, Donna Rice. Ich muss sie unbedingt finden. Nancy, es geht nicht um eine Studienarbeit, richtig? Nein. Ich möchte sie im Grunde mehr persönlich sprechen. Okay, vergessen wir es. Sie ist deine leibliche Mutter, stimmt's? Samantha, nein. Meine Mutter ist meine leibliche Mutter. Warte, ich hab's. Diese Dr. Arneson spielte sowas wie eine Mutterrolle für die Frauen aus deiner Generation. Meine Generation? Samantha, ich dachte immer, wir beide gehören zur selben Generation. Oh, natürlich tun wir das. Bis auf 10 Jahre vielleicht. Dass du mich mal besucht hast, Samantha. Wenn du wieder neue Informationen hast, bitte ruf an. Okay, bis dann. Ja. Er sieht nicht sehr gut aus, Mom. Wenigstens kratzt er sich nicht mehr. Die 15 Minuten sind um. Ja, müsste gar sein. Ich meine natürlich gut sein. Was zeigt es an, Mom? 46 Grad. Ist 5 Grad höher als das letzte Mal. Schatz, ruf einen Tierarzt, bitte. Wir haben ein krankes Babylein. Ja, ich denke, wir können nicht länger warten. Hallo? Hallo, Samantha. Ja. Oh, sie hat Dr. Arneson gefunden. Wunderbar. Aha. Aha. Okay. Danke. Was hast du denn, Mom? Dr. Arneson, sie kommt doch zu uns, oder? Weißt du, Schätzchen, nein, das kann sie nicht. Sie ist in einem Pflegeheim und muss wohl sehr krank sein. Aber das ist Harry auch. Das ist Dr. Arnesons Zimmer. Gehen wir. Bitte warten Sie. Wie sehe ich aus? Oh, Walter, Sie sehen toll aus, wirklich. Könnte Sie vielleicht mein Ohrring schockieren? Diese Frau verbrachte ihr Leben oft fernab von jeder Zivilisation. Sie hat Männer mit Ohrringen in den Lippen gesehen. Also, sie beißt schon nicht. Nehmen Sie dieses scheußliche Zeug weg, bevor ich es aus dem Fenster werfe. Bist du sicher? Was ist das überhaupt für ein unansehnlicher Fraß? Da war ja das Essen der Kopfjäger besser. So was heißt Pflegeheimfraß. Kriegen Sie in allen Heimen und Sie befinden sich in einem. Ich weiß, wo ich bin. Denken kann ich noch. Das sollten Sie wissen. Und Sie sagen, Sie wären ein Pfleger? Sie sagen ja auch, Sie wären Patientin. Ich bin ungemein froh, Sie kennenzulernen. Ich habe jedes Buch von Ihnen gelesen. Und Sie haben ein Licht gesetzt, das allen Studierenden in der Wildnis immer leuchten wird. Oh, danke sehr. Wer sind Sie zum Teufel? Walter Potter. Aber bitte, nennen Sie mich schlicht Walter. Wie kommen Sie denn auf den Trichter, Mr. Potter, hm? Dr. Arneson, mein Name ist George Henderson. Das ist meine Frau Nancy. Hallo. Also Mrs. Henderson. Ja, wir sind zu Ihnen gekommen, um Sie verzweifelt um Hilfe zu bitten. Wirklich? Sehen Sie, Lou, die Menschen suchen immer noch meinen Rat.
Ja, ja, wahrscheinlich Erben von Ihnen. Ich bin draußen, wenn Sie mich brauchen. Keine Sorge, das passiert nicht, Lou. Das Zeitliche werde ich ohne Ihre freundliche Hilfe segnen. Also, was wollen Sie von mir? Dr. Arneson, ich bin so froh, Ihnen sagen zu dürfen, dass wir ihn haben. Wen bitte haben Sie? Bigfoot, das Geschöpf des Waldes aus Ihrem Buch Die Legende, die lebt. Er heißt Harry und er ist zu Hause bei uns in Seattle. Ihr Buch vertritt die Theorie, dass er sich an Menschen gewöhnen könnte. Und Sie hatten recht. Lügner, versuchen Sie nicht, mich für dumm zu verkaufen. Dr. Arneson, glauben Sie mir bitte, ich lüge nicht. Hören Sie, Mr. Potter, mit Ihrem dämlichen Ohrring. Vom Tage an meiner Veröffentlichung über die Existenz dieses Sasquatch verspotten mich mehr Leute, als es Schmeißfliegen in einer seit Jahren nicht gereinigten Latrine gibt. Elefant! Dick Clark! Ed McMahon! Sie alle haben mich nur gedemütigt. Wir wollen Sie nicht demütigen, wir brauchen Ihre Hilfe. Ich bin dafür zu kraftlos. Lou! Lou! Was ist jetzt wieder? Schaffen Sie diese Hilfskomiker hier raus. Dr. Arneson. Also, die Besuchszeit ist vorüber, zumindest für Sie, meine Freundin. Er ist wirklich krank. Todkrank. Sterben muss jeder einmal. Haben Sie davon noch nichts gehört? Interessiert Sie nicht, ob Ihre Theorie richtig ist? Ich habe schon das weitschallende Paarungsgebrüll der Gombi-Schimpansen gehört. Ich folgte in dunkler Nacht dem Lockschrei der Kalahari-Bambus. Ich werde die Zeit, die mir jetzt noch verbleibt, sicher nicht damit verschwenden, mir das konservierte Grinsen von einigen Idioten anzuschauen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Ich zeige Ihnen den Ausgang. Er ist wunderschön anzusehen um diese Jahreszeit. Unglaublich, dass sie uns nicht helfen wollte. Können wir ihr das verübeln? Die Menschen machen sich seit Jahren lustig über sie. Eine Schande, dass ihr Lebensabend so erschwert wird. Ja, da waren die Affen netter zu ihr. Jedenfalls bequem ist es für ihn hier. Bringt ihn doch ganz einfach zu ihr ins Krankenhaus. Dann wäre die alte Fledermaus davon überzeugt, dass es Harry gibt. Hab ich nicht recht? Der fallen die Haare aus. Das ist eine fantastische Idee. Der eine hat's nun mal, der andere eben nicht. Ja, daran wird's wohl liegen. Haben Sie, eine Polaroid-Kamera? Hat doch jeder, wozu? Wie Sarah es schon sagte. Wir werden Harry zu ihr ins Krankenhaus bringen. Zeigen Sie ihr das, dann wird sie uns glauben. Wer, ich? Sie haben doch gehört, sie hasst mich. Sie hasst meinen Ohrring. Also, Sie müssen da ohne mich rein. Und ich werde in der Halle warten. Bitte. Dr. Arneson? Ist sie... eingeschlafen? Na, hoffentlich. Sie sieht so friedlich aus. Für einen Moment dachte ich, dass sie uns verlassen hätte. Das Wort heißt Tod. Hat Lou sie nicht schon mal rausgeworfen heute? Das hat er, Mim. Ja, aber wir wollten Ihnen dieses Foto bringen und Sie bitten, es sich anzusehen. Dr. Arneson, wir wissen, wie viel Ärger Ihnen Bigfoot gemacht hat. Ach, wirklich? Alles, was ich aufgebaut hatte, ist flöten gegangen. Auch mein Lehrauftrag an der Universität. Meine Kollegen haben mich nur noch verspottet. Und das mein ganzes Leben lang. Alles weg. Dank meines Glaubens an dieses Biest. Also, Mr. Henderson, reicht Ihnen das? Ja, das reicht. Nein, das reicht nicht. Also hören Sie, niemand hat so gewünscht, dass Harry das Haus verlässt, wie ich es tat. Aber denken Sie nur, inzwischen gehört er zu unserer Familie. Sie sollten sehen, wie wundervoll er sich mit meinem Sohn Ernie versteht. Wie sie miteinander lachen und spielen. Sie können sich nicht vorstellen, was das für beide bedeutet. Und nun ist Harry ernsthaft krank und mein Sohn hat Angst. Und verdammt, das habe ich auch. Kommen Sie doch zu uns und sehen Sie sich ihn an. Ich werde nicht zu Ihnen kommen, Mr. Henderson. Und bitte gehen Sie nun. Mein Leben geht zu Ende. So wie seines. Und das ist für beide zu früh. Auf Wiedersehen, Doktor. Und hier spricht euer Johnny. Thank you.
Er kann kaum noch seine Augen offen halten. Ernie. Harry? Harry? Dad, er wacht nicht mehr auf. Harry? Harry? Harry! Das ist nur so eine Art Koma. Harry, bitte stirb nicht, Harry. Bitte stirb nicht, Harry. Harry! Oh, Harry. Vielleicht der Tierarzt. Dr. Armisen. Ich warne Sie, wenn das ein Trick ist. Ich bin Experte in der Schrumpfkopfherstellungstechnik. Dr. Arneson, danke, dass Sie gekommen sind. Ich habe mich rausgeschlichen und kriege $26 fürs Taxi. Wir sind Ihnen so dankbar. Das will ich hoffen. Ist Ihnen nicht gut? Das ist fantastisch. Ich zweifelte doch schon an mir selbst. Jetzt nicht mehr. Genauso wie er aussieht, habe ich ihn mir die ganze Zeit vorgestellt. Womit habe ich verdient, dass ich ihn hier jetzt sehen darf? Über 2 Meter groß. Er wiegt circa 600 Pfund und hat entgegengesetzte Daumen. Und ich halte ihn für verwandt mit dem Orang-Utan und dem Homo erectus. Verzeihung, was weiß ich schon. Nicht mal schlecht. Was sind die Symptome? Nun, zuerst starker Juckreiz, hohes Fieber, Lethargie. Und Ausschlag. Vielleicht Windpocken, dachte ich. Natürlich nur eine Vermutung. Gut möglich. Oh mein Gott. Ich fürchte, dass er über 40 Fieber hat. Das müssen wir sofort runterkriegen. Wir brauchen Eis. Ich habe genug im Kühlschrank. 500 Pfund. Ich rufe schon an. 2 Aspirin, und zwar alle 4 Stunden. 2 Aspirin, ich hol sie. Nicht 2 Tabletten, 2 Röhrchen. Eis und Aspirin, warum habe ich daran nicht gedacht? Tja, ich denke, Sie wissen vielleicht noch mehr als ich, wahrscheinlich. Oh, ich habe vergessen, dem Tierarzt abzusagen. Nur keine Panik, Daddy. Mama hat das schon getan. Ist bestimmt der Eismann. Das Party-Eis, das Sie bestellt haben. Wohin hätten Sie es gern? Lassen Sie es doch bitte gleich hier. Im Wohnzimmer? Ja. Die ganzen 500 Pfund in die gute Stube? Sie haben aber schon gehört, dass Eis schmilzt? Uns bekannt. Wir sind Schnellverbraucher. Danke. Ich glaube, das wird eine Mordsparty. Wie viel kommen denn? 7. 7? 7 Leutchen und 500 Pfund Eis? Da fehlen einem doch die Würfel. Nun, wir haben getan, was wir konnten, um ihm zu helfen. Wir können jetzt nur noch warten und hoffen. Vielleicht sollten Sie schlafen gehen. Sie sind müde. Schlafen? Ich habe so viele Jahre auf diesen Tag gewartet. Was auch passieren mag, ich kann nicht schlafen jetzt. Ich weiß genau, was Sie fühlen. Bei der Geburt Sarahs haben alle gemeint, ich müsse sofort schlafen danach. Doch ich habe Sie die ganze Nacht nur angesehen. Haben Sie Kinder? Nein, sowas hat sich nie ergeben. Es gab auch nie den richtigen. Sie waren nie verheiratet, hä? Doch, sogar 6-mal. War wohl nicht besonders talentiert dafür. Wirklich schade. Ich hab's mir im Grunde sehr gewünscht. Ich meine eine Familie. Ja, aber überlegen Sie, was Sie alles erlebt haben. Sowas kennen andere nur aus dem Kino. Das könnte man verfilmen. Ein Film über mich? Würde ich niemals jemandem erlauben. Es sei denn, dafür kriegen Sie diese Jane Fonda. Ernie. Ist ja gut, Harry, lass das. Ernie. Schön. Und das Eis hat wohl auch etwas geholfen. Jetzt wird alles wieder gut, Harry. Ja. Harry. Oh. 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 Oh.
Harry, das ist Dr. Arneson. Dr. Arneson, sagen Sie ihm guten Tag. Ich freue mich, dich kennenzulernen, Harry. Es wurde auch Zeit. Du siehst richtig gut und sanft aus. Cool. Er kann ja reden. Es können immer noch Wunder geschehen. Ist das Leben nicht herrlich? Ja.